Hallo und willkommen zurück zum Nightmare House 2 Let's Play. Ja, jetzt sollen wir das hier kaputt machen, wenn ich mich richtig erinnere. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Aber, ja, gut. Schauen wir mal. Und wie? Da ist ja hier mit dem Kabel, ist das ja verbunden, aber sieht nicht so aus, als könnten wir das kaputt machen. Ich hack einfach mal überall ein bisschen drauf rum. Ach ja, das ist ja schon fast sowas wie ein Rätsel. Okay, was haben wir hier? Das sind doch auch so. Und drauf schießen. Scheint nichts zu bringen. Ach, das ist ja doof. Das vielleicht irgendwie... Kann man das auch weiterschmeißen? Nö. Oh. Aber irgendwie... das ja auch alles nicht so richtig, wie ich mir das vorstelle. Okay. Toll, wie soll ich das denn aufmachen? Wow! Okay. Geh mal weg. Wenn ich das da jetzt noch reinkriege. Yeah, cool. Oh je. Nicht da durch? Oh, nein, 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 nein. Okay. Hätte ja sein können, dass man da noch irgendwie durchpasst. Da haben wir wenig Munition. Dann nehmen wir doch die Maschinenpistole nochmal. Ach, da komme ich gar nicht rein. Raus. Ahahaha. Oh, shit. Ah, jetzt geht's. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Ah. Das ist ja was für mich. Uiuiui. Ah! Stirb, 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 stirb. Ach du je. Jetzt ist hier überall Feuer. Nein! Okay, gut. Huhu! Ah! So, schauen wir mal. Oh, nee, das ist ein explosives. Nein, 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 nein. Oh. Und Munition. Munition ist super. Sieht alles ziemlich explosiv aus, wo ich mich hier rumtreibe. Hier können wir noch durch. Jetzt überall Feuer. Ach du je. Puh, knapp. Oh Gott. Nein. Oh, 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 oh. Das ist wieder so typisch dieses Spiel. Lass mich hier raus. Ahahahaha. Hat sie uns gerade geholfen? Okay. Sie hat uns doch rausgeschubst und dann die Tür da uns zugemacht, als das Feuer mal näher kam. Das ist jetzt etwas... Da ist sie schon wieder. Und das ist auch wieder diese komische Beleuchtung, die immer ist, wenn sie in der Nähe ist. Puh. Okay. Sie ist da vorne durch die Tür. Ich schätze mal, dass die anderen Türen jetzt auch nicht funktionieren werden. Oh doch, das funktioniert. Gehe ich nochmal gucken, ob diese Tür funktioniert. Nein. Okay. Wieder extrem linear. Ich sehe schon wieder Blut. Ach, das ist sogar der gleiche Raum. Aha. Die ganzen Leichensäcke. Da liegt sie. Das Haus.
Moment, bei dem Haus, der Typ davon, der hatte eine Brille auf, der sah aus wie der Doktor. Also der, mit dem immer mit uns redet. Und das war doch das Haus aus dem ersten Teil. Oh Gott, wie die aussehen. Das war ja ekelhaft. Sie sind ja alle drei noch da. Wobei ich mich auch schon gefragt habe, als ich es erstmal gesehen habe. Wobei wir natürlich den einen Toten haben. Was ich sehr schade finde. Und ich dachte eigentlich, es wären zwei Tote. Ach, hier sind meine Sachen. Zwei Tote hatten, aber dann war der aus dem Schacht wahrscheinlich genau der, der nachher in dem anderen Raum noch lag. Wow, haben wir viel Munition. Nicht schlecht. Ja, gut. Wir haben jetzt ja wieder unsere Hilfe. Ich bin mal gespannt, was das jetzt bringt. Ob da so ein Mega-Finale oder sowas schon aussteht. Oh Mann. Das kommt ja auch aus irgendeinem Das ist sie wieder. Loading Bay Gate now opening. Please stand clear. God, I hate that thing. It's goddamn everywhere. Nicht besonders schön. Jetzt haben wir hier schon wieder. Ach, jetzt habe ich die. Ach Mensch, ich bin zu blöd, die aufzusammeln. Na komm. So, jetzt. Ich hab's jetzt mit dem Ding. Ja, müssen wir hier lang? Oder müssen wir in die Richtung? Gehen wir doch erstmal zu der Leiche. Bist du wirklich tot? Ja, das stinkt wirklich. Die Tür ist zu. Rennen können wir auch. Das mache ich jetzt auch mal. Ja, stockdunkel. Die Musik ändert sich auch schon wieder. Oh Mann. Oh, hier geht's ja gar nicht weiter. Zurück, zurück, zurück. Aus dem Weg. Ich bin Arzt. Lasst mich durch. Ne, passt ja. Dass ihr solche Schisser seid. Man sagt doch meinen, ihr seid abgehärtete, starke Jungs. Mensch, Mensch, Mensch. Die machen sich mehr in Hose als ich. Ach, wieder so einer. Die sind ganz schön fixiert auf mich. Das ist ja... So, was haben wir hier? Auch nur Leichen, Leichen, Leichen. Kann man da rein? Jo, da kann man rein. Ach, die... Klein wieder. Bam, 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 bam. Mein Taschenlampe geht aus. Moment, so, jetzt. Also, hier sieht man nichts weiter. Gehen wir mal da rein. Also, es ist erstaunlich und horrormäßig, würde ich das jetzt mal nennen. Es wird ja schon eher actionlastig. Ich wüsste gerne, wieso. Weil ich fand das eigentlich viel besser, wenn ich mich ständig zu Tode erschrecke. Bin ich für meinen Geschmack schon viel zu gefasst. Ich weiß gar nicht, ob wir hier richtig sind. Nö. Ja, auch klar. Ich muss da wieder reingehen, oder was? Komme ich denn da hoch? Helf mir mal da hoch! Ah,
Gott, ihr seid ja witzig. Ja. So? Ha, das funktioniert ja tatsächlich. Ist ja cool. So. Sind wir dann also wieder mal alleine. Man sollte ja meinen, dass die Profi-Leute das mal machen würden. Es ist ja nicht so, dass man sich selber hier auskennt. Wir tun immer so, als würde man genau wissen, was man tut. Was ja nicht der Fall ist. Kann ich hier nochmal aufmachen? Oder auch nicht? Wo sind die hin? Ich sehe jede Menge tote Leichen, aber... sind die das? Waren die eben auch schon da? Jetzt mache ich mir ein bisschen Sorgen, weil ich sie draußen überhaupt nicht mehr gesehen habe. Und das letzte Mal, als ich so einen SWAT-Typen oder wir so einen SWAT-Typen gesehen haben, war das ja auch nur eine Einbildung. Es würde mich auch nicht wundern, wenn überhaupt gar keiner war. Ah! Ach, meine Liebe, wenn ich wenigstens wüsste, was du mir erzählen möchtest. Vielleicht könnten wir sogar Freundinnen sein, gemeinsam in dem Horrorspiel. Wieso hat man oben bitte drei Leichen gesehen? Also dreimal Skelette, die da rumliegen. Und jetzt steht ihr genau an den gleichen Positionen. Jungs, ihr seid verdammt verdächtig. Ehrlich. Storage. Achso, von da bin ich ja gekommen. Wahrscheinlich renne ich gerade mit irgendwie Zombies durch die Gegend. Warum nicht gleich so? Ja, immer mir nach. Naja, das waren wahrscheinlich alles Kellerkinder. Und die haben ja bekanntlich ein Problem mit Licht. Was ist das denn für eine Musik? Ich krieg einen Lachanfall. Voll die Partymucke im Vergleich zu sonst. Die haben auch... das haben ja irgendwie Gesicht wie so eine fleischfressende Pflanze so ein bisschen auf Beinen. Lass mich durch! Durch! Echt, steht ihr da immer nur doof rum? So. Kommt von hier auch noch welche? Aber ist schön, die gehen sogar rückwärts hinter einem her und machen die ganze Arbeit. Bin begeistert. Ist auf den natürlich, aber... auf jeden Fall sehr, sehr gute Helfer. Ich geh einfach mal weiter. Lalala. Kommt ihr? Jungs. Hopp, 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 hopp. Wenn es nicht so dunkel wäre. Okay, hier können wir schon mal nichts benutzen. Piu-piu-piu. Jetzt auch noch alle drei am Leben sind. Mal schauen, wie lange das noch der Fall ist. Ich glaube nämlich nicht, dass das alles so harmlos weitergeht. Ja, ich kann ja mal auf die Pistole wechseln. Ein bisschen Maschinenpistolenmunition sparen. Kommt ihr denn jetzt mal oder sind da immer noch hinter euch? Kommen wahrscheinlich unendlich viele oder so. So sieht das zumindest aus. Bewaffne mich jetzt mit dem Stuhl und dann hole ich die alle im Nahkampf um. Oder erstech sie mit dem Stuhlbein. Was ist das? God damn it. What was that? Are you okay? I just got a sudden headache. My vision's kind of blurred. Alright, hold on. We're almost out of here anyway. Fast am Ziel. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Ganz ehrlich.